Wenn man sie nutzt und wenn man die Erfahrung mit nach Hause nimmt und sagt, so, jetzt muss ich noch mehr tun, dann macht man den richtigen Weg. Man darf auf gar keinen Fall enttäuscht sein. Enttäuscht sein, ja, aber nicht dran zugrunde gehen, weil man muss halt immer wieder aufstehen. Man wird oft fallen, aber das Entscheidende ist einfach wieder aufzustehen und besser zurückzukommen. Everything has astounded me. Ja, det där är en annan nivå alltså, på tränarna, verkligen. One minute more! Come on guys, one more goal! Well done! Es geht um den richtigen Zeitpunkt, den richtigen Ort und den richtigen Moment. Ihr seid da, ihr habt die riesen Chance, Jungs. Holt alles raus, haltet nichts zurück. Und am Ende wird dann abgerechnet. Wir sind gleich gestartet in der Früh mit einem kleinen Warm-up und waren dann gleich in den verschiedenen Spielformen. 4 gegen 4, relativ langgezogenes Spielfeld, schnell zum Abschluss zu kommen, den Ball in die Zone nach vorne zu spielen, schnelle Entscheidungen zu treffen und auf der anderen Seite 5 gegen 5 auf 4 Minitore. Einfach zu sehen, Handlungsschnelligkeit, auch mal das Spiel zu verlagern, einfach schnelle Entscheidungen zu treffen, schnell zu spielen und eine Lösung zu finden. Man sieht auf jeden Fall, dass die Jungs was können. Der Sprung in die Akademie verändert deren Leben. Das muss man auch wirklich so sehen, weil es ist nichts mehr, wie es davor war. Die Jungs, die meisten, träumen ihr Leben lang davon. Und diese Jungs haben jetzt wirklich die Chance. Sie erwartet ein professionelles Leben, professionelles Training, alles, was der Profifußball mit sich bringt. Die Konkurrenz schläft nicht und das kann ich den Jungs allen immer nur sagen. Es gibt so viele, die diesen Traum haben. Und wenn ihr meint, es geht so im Vorbeigehen, dann habt ihr euch getäuscht. Make sure that you leave everything on the pitch today. This is your chance to change your life. This day, you're never gonna forget in all your lives, okay?
stehen hier 10 Top-Talente vor dir oder Top-Spieler vor dir. Wenn du eine Übung erklärst, wirst du 8 haben, die schauen dir in die Augen und schauen dich an und stehen so da. Und es wird 2 geben, die schauen hier, die brauchst du nicht im großen Fußball. Egal wie stark sie sind. Unser Schwerpunkt war Schnelligkeit, Beweglichkeit, Agilität, angelehnt an Jerome Boateng und auch an Niklas Süle, den wir ja heute dabei hatten, und haben genau daraufhin auch eine Trainingseinheit aufgebaut. Und wir haben das in unserer Nike Football App. Da kann man genau diese Dinge eben nachtrainieren, kann man sich genau diese Dinge rausziehen. Train fast, mark fast, clear fast. Und genau darauf basiert auch unsere Trainingseinheit von heute. Sind alles Top-Fußballer auf einem sehr hohen Niveau. Und jetzt sind es die Kleinigkeiten, die ausschlaggebend sind. Mental, aber auch in der Ausführung, im Auftreten. Wir geben den Spieler Hilfestellung, wir geben Unterstützung. Was wir auf der anderen Seite erwarten, ist, dass die Spieler auch diese Einstellung mitbringen. Il lui faut des qualités au départ, bien évidemment. Et puis après, c'est beaucoup de travail, de volonté. C'est pas des sacrifices, mais il faut se donner tous les moyens d'aller le plus haut possible. Après, il faut croire en eux, toujours. Il peut avoir des moments difficiles, des moments très difficiles. Avoir cette conviction profonde. Your best performance, Keith, is only possible if you lose the pressure. It's the global showcase. It's not just national, it's international. That's why you're here. You're the best out of your countries. And all of you, you have the quality to make it. This is what we're going to do now. And we beat all of them. Okay? And we take our chances. And send our lights. No more drivers! Viel entscheidet sich jetzt in den letzten Momenten, was mental auch passiert. Und da sind wir mit unserer Erfahrung, die wir haben aus unseren verschiedenen Karrieren früher, einfach für die Spieler da, um sie wirklich mental auf den Moment vorzubereiten. Das ist auch, was ich meiner Mannschaft jetzt oft genug auch gesagt habe, über den Tag hinweg. Es ist nicht irgendwie was Großes, es ist kein dreifacher Übersteiger, es ist vielmehr die Kleinigkeit zum Schluss. Ausschlaggebend sind. Ich sage es ganz richtig. Das sind alles Top-Fußballer auf einem sehr hohen Niveau. Und jetzt ist die Kleinigkeit, die ausschlaggebend sind.